Hallo, liebe Kinder, da seid ihr ja wieder. Schön, dass ihr mir wieder zuschaut. Ja, wahrscheinlich fragt ihr euch, also warum hat denn diese komische Frau heute zwei Röcke übereinander an? Das erzähle ich euch jetzt. Wir finden uns ja hier heute vor dem Königsbau wieder. Den Königsbau mitten am Schlossplatz im Herzen von Stuttgart. Den kennt ihr ja bestimmt. Wart vielleicht mit euren Eltern schon mal hier in den Restaurants oder in den Läden drin. Ja, der Königsbau heißt Königsbau, weil König Wilhelm I. von Württemberg zu seinem Bauherrn, seinem Baumeister gesagt hat, ich möchte hier einen großen, schönen Bau mit Läden drin, mit Restaurants drin und mit großen Sälen für schicke Partys, Bälle. Ich zeige euch das mal, wie das damals ausgesehen hat mit den schicken Partys. Das muss man sich ungefähr so vorstellen, die schicken Partys zu der Zeit. Ja, und dann hat er zu seinem Baumeister gesagt, bau mir bitte einen schönen Bau, den Königsbau. Und der Baumeister hat ihm eine Zeichnung angefertigt, die hat dem König sehr gut gefallen. Aber er hat gesagt, weißt du was, also ich will vorne mehr Säulen, weil mehr Säulen sind mehr schick und mehr prächtig. Das weiß doch jeder König. Und dann hat der Baumeister gesagt, Majestät, ich weiß nicht, ob das eine so gute Idee ist, weil ihr wollt doch gerne, dass die Frauen kommen und dass die Frauen auch zwischen den Säulen durchgehen können. Nun waren die Frauen zu der Zeit überhaupt nicht so dick, dass sie nicht zwischen den Säulen durchgepasst hätten. Aber sie hatten, und das ist der Grund für meinen Rock hier, sie hatten diese wunderschönen Reifröcke an, ja? Reifröcke hießen die, weil die hier so aus Reifen geformt waren. Das, was ihr jetzt hier bei mir seht, ist ehrlich gesagt nur ein Unterrock. In Wirklichkeit waren dann da noch wunderschöne Lagen von Stoff drüber. Ich zeige euch mal die beiden Prinzessinnen. Unsere beiden Prinzessinnen Marie und Sophie aus dem Stadtpalais. Und da könnt ihr sehen, wie wunderschön das ausgesehen hat mit diesen prächtigen Lagen von Stoff darüber. Ja? Also, die hatten sehr breite Röcke. Und die Röcke waren mindestens 1,80 Meter breit. Also brauchten sie genügend Platz zwischen den Säulen. Und das hat dem König dann eingeleuchtet. Also hat sein Baumeister die Säulen alle ganz genau 1,96 Meter auseinandergebaut. Das heißt, die Damen konnten mit den Röcken ganz bequem durch und mussten sich nicht irgendwie so schief da durchquetschen. Ich meine, wer will das schon, ja? Und jetzt wollen wir mal schauen, ob das auch klappt. Ich gehe hier hoch und ihr seht, ich kann mich sogar drehen zwischen den Säulen. Das funktioniert ganz wunderbar. 1,96 Meter. Kommt doch mal vorbei und checkt das auch, ja? Wenn ihr keinen Reifrock habt, macht nichts. Bringt einfach einen Meterstab mit, dann könnt ihr ausmessen, dass dieser Abstand 1,96 Meter ist und dass die Frauen also wunderbar hier hindurch sich schlängeln konnten. Tschüss! Und auf Wiedersehen und schaltet nächsten Sonntag wieder ein und begleitet mich bei Genau geschaut.